Yo, ho, hallo und herzlich willkommen zurück zu Angeknabbert Super Mario Odyssey. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den Pyramidenpurzler nennen, wenn ihr wollt. Obwohl, wenn wir es ganz genau nehmen, dann ist die Pyramide deutlich mehr gepurzelt als ich, zumindest so wie es aussieht. Denn sie steht Kopf. Ja, liebe Leute, wir sind auf dem Weg zum Showdown, wie es aussieht. Und natürlich wollen wir den in dieser Folge möglichst erleben, denn soweit kann es nicht mehr sein. Das sind zwei Typen. Ja, aber wir kommen halt relativ häufig vom Weg ab. Ja, die wollen auch mit uns reden. Hallo. Was ist bei der Kopfstandpyramide los? Die sind bestimmt auf unseren Ring der Einheit scharf. Ja, wo ist der Ring überhaupt? Ist der in der Pyramide? Oh, guck mal, da geht's sogar runter. What? Oh, schön erwischt. Ah ja, das wollte er mir damit wohl auch erklären, aber wir haben eine Tür gefunden. Doch, noch nicht direkt zum Showdown. Oh nö, jetzt wird's wieder schwierig. Vielleicht ist das, kann man doch mit den Dingern da irgendwie durch. Ach nee, der zeigt uns nur wieder irgendwie, wie ich da drüber hinweggehen kann. Ja, na klar. Aber wozu brauche ich das zweite hier? Okay, okay, okay. Aber ich sehe ganz genau, ich kann nicht mit ihm selbst hier rüber. Ich muss mir das merken. Nur, was bringt mir dieser Block? Ist das ein Extra? Also ich glaube, er war hier entlang und dann schön hier. So. Alles klar. Oh je, Mini. Ich fürchte, das wird noch ein paar Mal so gemacht. Shit, Alter. Shit, Alter. Okay. Kriegen wir hin. Vielleicht nicht beim ersten Versuch, aber eigentlich... Oh, eigentlich müsste man das schon schaffen hier. So, schön hier rüber. Hup. Alles klar. Haben wir geschafft. Und zum nächsten. Und jetzt wird es sicherlich nochmal eine Ecke kniffliger. Ja, natürlich. Also, erstmal ganz zum Rand. Na gut. Also kompliziert ist es jetzt nicht. Es ist nur beängstigend. Hup. Und hup. Jawohl. Das unsichtbare Labyrinth. Cool. Alles klar. Hup. Und hup. Ich glaube, hier war es durchgängig, aber trotzdem wollte ich lieber nochmal gucken. Okay, direkt vor uns und dann kann ich einfach durchgehen. Na? Hups. Und schwupps. Uiuiui, ich glaube, das war ziemlich knapp, aber es hat ja alles gestimmt. Puh. Und wo kommen wir raus? Oben. Ach, die Münzen, die brauchen wir aber doch. Wir können doch nicht ohne unsere Münzen hier weitermachen. Insbesondere, weil ich immer wieder sterbe, wie ein kleiner Watz. Oh, der freut sich aber. Nee, warte, ich glaube, der ärgert sich fast eher. Huch, was bist du denn? Und blim. Hä? Ich will dich... Kann ich... Bam. Ich glaube, ich kann ihn nicht töten. Nee, geht nicht. Warum läuft er hier so im Kreis? Okay. Ich bin doch durch den Wind. Drei meiner kleinen Schafe sind verschwunden. Bring sie zu mir zurück. Bitte, 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 bitte. Okay, ich interessiere mich eigentlich viel mehr für den da. Was geht denn mit dem ab, bitte? Hui. Es sieht auch ehrlich gesagt so ein kleines bisschen wie ein Grafikfehler aus. Weil der sich nicht... Der ist nicht richtig animiert. Ist mir jetzt egal. Ich kann nicht damit interagieren, also ist mir egal. Was ist mit dir los? Hä? Wie siehst du denn aus? Du siehst ja ganz normal aus. Mario, ist mir unheimlich. Hey, Hundehead. Hey, Hundehead. Ein Kunde wartet schon auf mich, aber so wie es aussieht, komme ich hier erstmal nicht weg. Das ist aber schade. Ja, sieht so aus. Huch! Lustig. Boing. Ja, das freut mich bestimmt, wenn ich das mache. Ach, ist das ein Taxifahrer? Das ist ja witzig. Und da sehe ich auch schon wieder Zeug. Soll ich da einfach drauf springen? Ich darf die Schafe nicht vergessen. Huch, der ist weggeflogen. Das war ein Schaf. Ein Mond für dich, vom Taxi gefallen. Ich bin noch nicht vom Taxi gefallen. Ach so, hier ist auch ein Taxi kaputt gegangen, oder was? Also, ich bin ja ganz verwirrt. Da ist noch so ein Zeug. Ja, ich gehe gleich zum Schaf. Oh, da sind Monde drin. Wie kriege ich das weg? Ist das ein Multimond? Menno, wie kommen wir bloß daran? Vielleicht diesen Kristall hier angreifen oder draufspringen. Ich schätze mal, erst wenn das Eis weg ist, kriegen wir das weg. Huch, ich glaube, es hat sich bewegt. Hä? Es bewegt sich tatsächlich. Aber ich glaube nicht genug. Weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Ich würde warten, bis das Eis weg ist. Das muss ja irgendwann verschwinden, weil so viele Sachen eingefroren sind. Huch!
Der hat den Reifen weggekickt, da waren Münzen drunter. Lustig. Okay, wo sind die Schafe? Ich brauche die Schafe. Eins zum anderen. Da ist ein Schaf. Was sagst du? Und schon wieder abgelenkt. Flup. Willkommen in der Putzlebende. Bist du hier zu Besuch? Du weißt, wie die Anleitung funktioniert. Na, ich weiß ich schon. Ja, ich bin ja so erleichtert. Ja, danke für deine Hilfe. Okay, hier führen, glaube ich, wieder Spuren rein, aber ich möchte erst das Schaf haben. Komm her, Schaf. Du hast zwar schon einen Hut, aber komm her. Huch. Oh, das möchte ich zuerst haben. Okay. Oh, da ist noch was Wichtiges. Oh Mann. Diese ganzen Dinge. So vielleicht? Pump. Wie zerstöre ich das? Wahrscheinlich doch mit den Kakteen, aber ich muss eben auch treffen. So. Ganz gerade ran. Ganz gerade, habe ich gesagt, Mario. Sei gerade. Nee, doch nicht. Hä? Wie mache ich dich platt? So viele Dinge, bei denen ich nicht weiß, wie ich mit ihnen interagieren soll. Denn hier ist kein Knubbel oben dran. Stampf! Au! Stampf! Ich sollte es lieber nicht so oft probieren. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Mir fehlen die Interaktionsmöglichkeiten. Huh. Ich weiß es einfach. Da ist noch ein Schaf. Die sind ja ewig weit weg, die Dinger. Ich habe das Ding gefunden, aber ich weiß nicht, wie ich das beseitigen soll. Ist jetzt auch egal. Wir holen jetzt erstmal ein paar Schafe. Wobei ich nicht... Ich kann sie nicht einfangen. Ich muss wohl mit dem Sombrero schubsen. Huch. Nimm dies. Boink. Ja, lauf nur weg. Ach, guck mal, direkt dahin. Ah, ich glaube, die laufen auch so von mir weg. Das war's wohl schon. Na gut, wir müssen wohl nur in diesen Kreis rein. Okay. Ja, die laufen auch einfach so von mir weg. Muss sie gar nicht treten, aber es macht mehr Spaß. Huch. Oh, jetzt bist du wohl gegen den... Oh, scheiße. Ist gegen den Kaktus und hatte arge Schmerzen. Na gut. Okay, bitte einmal scharf links. Danke. Steht ihr? Ein Wort jetzt. Okay, und du bist drin. Ja, ich wüsste schon ganz gerne, wie ich an die ganzen Sachen rankomme, die ich jetzt gefunden habe. Aber ehrlich gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer. Alles klar. Ja, du bist schön weit weg, muss ich mal sagen. Deswegen treiben wir dich mal ein bisschen an. Ach so, ich dachte, dadurch wird er schneller. Aber nee, tatsächlich, durch den Kaktus. Durch den Kaktus wird er schneller. Der hatte so einen richtigen, so eine richtige Geschwindigkeitslinie um ihn herum. So, wie viele Schafe hat er gesagt? Es waren bestimmt nur drei, oder? Jawohl! Okay. Haben wir. Ein Mond für dich, Schafhüten in den Dünen. Und wir sind aufgeladen. Also wir haben das Minimum auf jeden Fall schon erreicht. Ich würde schon ganz gerne wissen, wie ich den Kaktus hier klein kriegen soll. Aber ehrlich gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer. Und möchte jetzt nicht ewig dran sitzen für den Fall. Also ja, wir wollen ja in der Folge noch den Showdown erleben. Und wir haben schon 8 Minuten nach meiner Rechnung. Oder zumindest so 6 oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Hier geht's schon wieder hoch. Da ist ein Bilderrahmen. Das haben wir doch schon in der ersten Folge gesehen. Na, hätte ich vielleicht nicht... Ein Bilderrahmen. Tja. Warum hängt hier denn ein leerer Bilderrahmen? Offenbar kann ich damit noch irgendwas machen, um dort hochzukommen. Ich wüsste auch gerne, wie ich darüber komme. Es gibt so viele Geheimnisse. Ja gut, dann gehen wir wohl erstmal, bevor ich noch viel mehr Dinge entdecke, die ich interessant finde, in die Pyramide rein und hoffen, dass es... Huch! Guck mal! Ich rolle! Schade, ich habe ein bisschen gehofft, dass ich damit das Eis kaputt kriege. Aber auch cool, interessant. Das ist einfach, weil ich, wenn ich mich ducke, glaube ich... Nee, nicht ganz. Es ist nicht durch das Ducken, sondern tatsächlich durch den Sprung, den ich die ganze Zeit mache. Auf den Dünen ist es halt, kommt es dann halt auch mal zum Rollen. Das ist ja cool. Schönes kleines Detail, muss ich sagen. Ein wunderschönes kleines Detail, das mich sehr glücklich stimmt und außerdem sehr rollig macht. Ja, das ist die Wahrheit. Gut, gehen wir rein. Ich sehe jetzt sonst nichts mehr. Und wir wissen ja inzwischen, es gibt nach dem Durchspielen eines Levels noch einige zusätzliche Dinge, die wir tun können. Also erstmal hier rein und gucken, ob der Showdown direkt anfängt. Im Inneren der Kopfstandpyramide. Mhm.
Boah, ja, okay. Können wir uns erstmal nicht viel... Ah, es ist, ja, gut. Viel Abrund und ein Bullet Bill, den wir direkt übernehmen. Ah. Sehr schön. Haben wir schon mal. Hopp. Dich machen wir kaputt. Gibt's hier unten irgendwas? Immer schön gucken, ob ich nicht irgendwas übersehen könnte. Das passiert mir durchaus leicht. Ah ja, noch eine Münze. Ja, die Münzen. Ich habe bis jetzt zwar noch nicht allzu viel damit anfangen können, aber dadurch, dass man einkaufen kann... Okay, gehen wir halt dahin rüber. Finde ich das sogar immer ganz interessant, die einen, die mitzunehmen. Ach, guck mal. Für blöde. Und jump. Oh, ach so, habe ich gar nicht gesehen. Also ich habe schon gesehen, dass es da unterschiedliche Zeichen gibt. Aber ich habe noch nicht gesehen, dass ich blöd bin. Flump. Die Musik ist auch so geil. Ach so, man kann da so gar nicht drauf springen. Ja, okay. Das habe ich jetzt etwas zu spät kapiert. Ich dachte, ich hätte den nur beim ersten Mal nicht richtig erwischt. Aber tatsächlich kann man da nicht drauf springen. Runter oder hoch? Stirbt man da? Ich probiere es aus. Ja, man stirbt. Ich wollte es nur wissen, für den Fall der Fälle. Das war jetzt also ganz bewusst in Kauf genommen. Ich muss tatsächlich nochmal fliegen. Denn hätte ja sein können, dass da unten noch der stürzlich in den Abgrundmond ist. So, einmal hier hoch. Ach, dann sind wir... Man kriegt ja halt auch echt mehr als genug Münzen wieder zurück. Es lohnt sich ja fast zu sterben, weil man dann mit 1009 Münzen ausgestattet wird. Also, das ist echt nicht das Problem, die Münzen zu bekommen. Okay. Oh, nach, nee, nach oben. Das machen wir nicht nochmal. Da kann man ja gar nicht richtig drauf springen von oben. So. Und ja. Dann ducken wir uns halt mal. Kann ich dabei auch laufen? Nee, kann ich nicht. Okay, deswegen auch das hier. Das heißt, es ist einfach nur, es stirbt nicht, wenn du dir die Münzen holst. Also ein kleiner, gemeiner Trick. Alles klar, da ist sie jetzt von allein reingegangen. Ich hätte sonst noch nach irgendwas geguckt. Super cool, alles auf dem Kopf. Und 2D. Jung. 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 Okay. Aber ohne Musik gerade. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Macht nichts. Ist echt irgendwie ungewohnt. Ach so, ich hätte das auch einfach alles so in Reihe mitnehmen können. Ist ja klar. Das ist ein Loch in der Wand. Ah, und ich kann sogar durch. Super. Ganz viele Münzen für alle. Und noch ein extra Mond sogar. Findet das Loch in der Wand Mond. Das ist der doch, oder? Sicherlich nicht der Showdown-Mond. Mit einer anderen Melodie auch. Mysteriöse Kopfstand-Wandmalerei. Okay, sehr schön. Und ich bin sogar aufgeladen. Ich würde ganz gerne mal einen Weitsprung machen, aber den kann man in 2D-Stil leider nicht machen. Hab ich schon so dran gewöhnt. Einmal da rein, bitte. Oh yeah. Und es geht noch weiter nach oben. Es ist immer noch nicht der Showdown, wie es aussieht. Aha. Boah. Ich bin gerade zu blöd, um hier... Ich bin doch tatsächlich zu blöd, um die Ecke zu springen. So. Und wir sind oben angekommen. Haben noch ein paar Münzchen. 50 erst. Alter Verwalter. Huch. Oh, damit habe ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet, dass der sich ins in richtigen Bullet Bill verwandelt. Ha. Ja, das habe ich mir wohl gedacht. Na, dann komm mal schön hierher und mach noch mehr kaputt. Okay. Ah, vielleicht ist hier sogar noch was dahinter. Wir versuchen das mal... Erstmal die Seite hier checken, bevor ich irgendwas anderes sage. Okay. Ja, ich übernehme dich mal eben. Das wird sowieso so gehen, so wie das hier aussieht. Bäm. Oh, ein großes Herz. Damit sind wir also mit besserer Lebensenergie ausgestattet. Jetzt darf ich vermutlich bloß nicht nochmal da runterfallen, denn dann ist es gleich wieder weg. Oh. Fum. Fum. Oh, oh. Mir fast direkt passiert. Doink. Ach so, richtig. Das muss ich, glaube ich, erst aktivieren und dann hoch. Ach so. Mit dem Stammsprung-Knopf kommt man schnell wieder runter. Das ist gut. Ich denke irgendwie immer, dass diese Wände zerstörbar sein müssten. Ist aber, glaube ich, nicht der Fall. Okay. Wie wäre es, wenn wir das alles kaputt machen hier? Ist das irgendwie geheimnisvoll? Oder warum sind hier so viele?
Einfach mal alle kaputt machen. Scheint nichts Besonderes zu sein. Einfach nur ein kleines Hindernis, das wir aus dem Weg räumen können. Und wir gehen hoch und haben was? Wir haben unser Ziel erreicht, oder nicht? Doch, sieht schon so aus. Oh! Da leuchtet's. Hä? Was bedeutet das? Also hier ist definitiv ein Mond, aber... Aber es macht nur düdelüdelüdelü. Vielleicht den falschen Hut. Ich gehe gleich zum Schiff. Keine Sorge, Leute. Aber das ist schon wieder so ein Geheimnis, wo ich mir denke, was tut es? Hier kommt ja auch was aus dem Schwanz raus. Okay, ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin ein kindischer Kerl. Hilfe, Hilfe! Ja, ein kleines bisschen Zeit lassen wir. Und einmal das hier. Ja, nee, also... Ja, ich weiß, du kreist da über mir. Wie kriege ich den Mond aus dem Schwanz? Eine Frage, die sich jeder schon mal gestellt hat. Hier ist gar keine Statue. Wow! Hä? Das ist der einzige Punkt, an dem keine Statue steht. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Aber was habe ich davon? Vor allem, was habe ich davon? Und was mich noch mehr interessiert, was habe ich davon? Aber was mich am meisten interessiert ist, wie kriege ich diesen Mond? Vielleicht noch gar nicht, das weiß ich nicht. Aber es wirkt schon so, ich meine, er leuchtet ja schon. Was habe ich denn da gerade gemacht? Na gut, dann gehen wir erstmal hier entlang. Ein weiteres Geheimnis, das mich ratlos hinterlässt. Oh! Ach so, es gibt zwei Schiffe, ja. Die Häschen. Müsste der eine nicht schon tot sein? Brudel! Ihr sucht den Ring der Einheit, den hat der Chef sich schon gekrallt. Ihr armen Schniffler seid aber leider nicht zu seiner Hochzeit eingeladen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesen Hasengegnern kann ich nicht so viel anfangen. Okay, du hast einen Morgenstern dabei. Okay, muss ich das schnappen? Oh, löst sich direkt auf. Ach, muss ich vermutlich auf dich zurückhauen, oder? What? Ah, okay. Nimm dies. Oh, okay. Ist sogar noch einfacher, als ich dachte. Also, was heißt einfacher, als ich dachte? Das Prinzip ist einfacher, als ich dachte. Ach nee, sie macht jetzt noch ein bisschen was zusätzlich. Oh, kann ich sogar dann treffen. Cool. Nimm dies. Das klappt sogar. Ha. Ui. Achso, jetzt müsste ich es nur noch erwischen hier. Okay. Und direkt aus der Luft geholt. Mach mal nicht so viel Scheiß hier, Alter. Okay, damit treffe ich dich nicht. Bam! Alles klar. Und auf den Kopf. Ja, damit bist du passé. Geschichte. Oh, du armes Häschen. Also so hat sich der andere doch auch aufgelöst. Aber dann saß er wieder auf dem Ding drauf. Komisch. Okay, nehmen wir mit. Oh yeah. Und wir fliegen um unseren neuen Dreier. Kopfstandpyramide. Showdown. Okay, alles klar. Cool. Also ihr seht übrigens auch an dem Datum, ich habe jetzt einiges im Voraus aufgenommen, damit ich es nach und nach senden kann. Aber ja, anders kann ich es leider nicht machen. Ich habe sehr viel Arbeit. Ja. Mario freut sich. Mario freut sich sehr. Und die Pyramide hebt ab. Stellt sie sich jetzt richtig rum hin. Ach nee, es geht tatsächlich noch weiter. Ich dachte, jetzt wäre es vorbei mit der Wüste. Das Loch in der Wüste. Das interessiert mich natürlich jetzt auch so ein bisschen. Diese miese Brudel hat es uns echt nicht leicht gemacht. Aber wir greifen uns weiterhin unsere Monde. Oh, die Kopfsteinpyramide schwebt und ist erheblich kälter geworden. Kälter? Schon wieder kälter? War hier Bowser am Werk? Der Kerl bringt immer nur alles durcheinander. Okay, ja, okay. Und warum sind wir jetzt hier gelandet? Und warum sehe ich den Vogel jetzt noch viel besser im Dunkeln? Also es ist noch kälter geworden, was es nicht unbedingt besser macht. Und jetzt muss ich den ganzen Weg neu latschen. Huch! Huch! Ein Feind! Oder? Hä? Es ist Nacht geworden. Ah, oh, okay. Wie war furchtbar! Es ist noch kälter geworden!
Die Kopfsteinpyramide hat sich in die Lüfte erhoben und jetzt weht ein total eisiger Wind aus einem Loch unter ihr. What? Da ist ein Typi. Wie geht's dir? Ich bin das Miauxi, von dem du sicherlich schon gehört hast. Wenn du möchtest, stehe ich dir für 20 Münzen zur Verfügung. Na, was sagst du? Reiten wir los, damit kann ich in die Pampa, glaube ich. Bist du ein Urlauber? Dann ist die Kopfsteinpyramide ein absolutes Muss. Die Steuerung ist kinderleicht. Drücke B zum Bremsen und ZL zum Absteigen. Ich sprinte los, sobald du aufgesessen bist. Aber halte dich ordentlich fest, ich bin so schnell wie der Wind. Okay. Ja, wir müssen auch neue Sachen kaufen und so. Aber... Oh, oh. Ach, das ist ja geil. Oh, super. Ja, ich wollte eigentlich hier hin. Denn das müsste gehen, ne? Ha! Super! Absolut super! Oh, ich kann aber keine guten Kurven schlagen. Boah! Alles klar. Ich kam nicht um die Kurve, ich hätte wohl bremsen müssen. Ah! Okay, der ist lustig, aber schlecht zu steuern. Sehr schlecht sogar. Mit dem Bremsen, das müsste ich vielleicht doch mal ausprobieren. Jetzt habe ich natürlich auch meine verbesserte Lebensenergie verloren. Macht nichts. Muss ich nochmal... What? Du Sau! Ist quasi in mir gespawnt. Nochmal ausprobieren. Oh, oh. Achso, jetzt darf ich ihn aber auch immer wieder. So, probieren wir mal es mit dem Bremsen ganz kurz. Der ist super. Schön langsam, schön langsam, schön langsam. Sterbe ich dann? Nee. Der bremst, der rennt hinten weiter. Das ist total super. Der rennt hinten weiter, aber vorne... vorne bremst er da, dann stemmt er sich dagegen. Das ist total super. Es gefällt mir sehr. Voll witzig, Alter. Okay. Ja, jetzt haben wir natürlich hier so ein fieses Rennspiel. Das kann ja nur schief gehen. Oh. Oh, shit. Gar nicht. Oh. Alter. Ist nicht gut zu steuern. Da brauche ich noch Übung. Okay. Ah. Okay. Ah, Münzen auch noch. Ach du Scheiße. Also nicht Münzen, sondern Noten. Okay, umdrehen. Ja, geschafft. Ha! Das war cool. Ein neuer Mond für uns. Aber wie? So steige ich ab, genau. Puh, kurz ausruhen. Mond für dich, querfällt ein mit dem Miauxi. Geil. Das hat Spaß gemacht. Aber ich fürchte, wir müssen noch weiter. Und zwar oben entlang, wie es aussieht. Denn da gibt es noch mehr von den Dingern. Außerdem habe ich hier natürlich die ganzen Teile verpasst. Aber ich glaube, ich bin da abgesprungen. Das heißt, ich muss nochmal hier rein, um die alle zu bekommen. Wohl oder übel. Oha, Alter. Ich kann nur eine begrenzte Zeit bremsen. Eine begrenzte Zeit. Ihr wisst, was ich meine. Und wir sind angekommen. Wuhu! Alles klar. Einmal hier oben. Und wir haben noch einmal was Tolles bekommen. Ein Ausflug mit dem Miauzi. Das hat Spaß gemacht. Also das war jetzt super. Zwei Monde und leider nicht ganz alle von den Münzen, weil ich mich da noch nicht so ganz unter Kontrolle hatte. Aber das hat Spaß gemacht. Sehr zu empfehlen, der Ritt auf dem Miauzi. Mal sehen, wo ich jetzt gelandet bin. Flimp. Davor, und zwar ohne Miauxi, wie es aussieht. Miauxi. Sowas wie eine Sphinx. Und der Pokémon. Also da leuchten jetzt doch die Bushaltestellen, oder? Das ist nicht... Boah, Alter. So viele auf einmal. Funktionieren die jetzt richtig, oder was? Nee, immer noch nicht. Hab mich schon gefreut. Gut, dann müssen wir eben zu Fuß weiter. Also ich mag das ganz gerne, dass man hier so viele Monde finden kann. Hui, jetzt müssen wir wohl da reinrollen. Uhu. Oh, ich muss gleich den Part beenden. Ganz dringend. Okay. Ich glaube nicht, dass... Genau, das ist ja klar, dass das nicht der Tod ist. Untergrundtempel. What, Alter, what? Ja gut, Leute, dann beende ich den Part an der Stelle. Und das nächste Mal, ich möchte gerne noch einmal hier weiterspielen. Mindestens einmal. Ist vielleicht nicht für jedermann. Auch cool. Hui!
das Spiel, aber ich finde es ehrlich gesagt wirklich gut. Also es macht richtig Spaß und deswegen möchte ich mir mit euch zusammen noch den Untergrundtempel angucken. Wann ich das genau mache, weiß ich noch nicht. Für mich jetzt sofort, für euch vielleicht ein bisschen später. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte, aber beide Arme sind viel zu kalt und zu kurz. Und außerdem habe ich eigentlich gar keine Arme. Deswegen sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.